Guten Tag und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von Mein Geld TV zur Initiatorenloge in Berlin. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Markus Niedermeyer, er ist Geschäftsführer der LHI-Gruppe. Guten Tag, Herr Niedermeyer. Guten Tag, Frau Heggewald. Herr Niedermeyer, welche Bedeutung hat das Thema Nachhaltigkeit bei Ihren Unternehmen? Ja, Nachhaltigkeit hat für unsere LHI-Gruppe eine sehr hohe Bedeutung. Allerdings nicht erst kürzlich, sondern schon eine lange Zeit und verschiedene Aspekte. Letztlich beginnt es schon bei unserem Geschäftsmodell, geht über unser eigenes Bürogebäude bis hin zu solchen Themen wie Ladesäulen oder eben biologisch hergestellte Produkte, die in der Kantine letztlich angeboten werden. Wenn man an unser Bürogebäude denkt, haben wir eine DGNB-Platin-Zertifizierung mit hohen Werten, demnächst ein Solardach, sagen wir mal Geothermieheizung, also alle diese Aspekte, die wir natürlich als Immobilien-Asset-Manager neben anderen Asset-Klassen auch irgendwo als Referenzobjekt sehen. Wenn man an unser Geschäftsmodell denkt, sind viele von unseren Mandaten sehr langfristig angelegt, sodass wir allein da schon per se nicht über kurzfristige Deals sprechen oder eben einfach durchhandeln, sondern über einen langfristigen aktiven Management-Ansatz, der am Schluss auch erfolgsabhängig intensiviert wird, aber eben nur, wenn der Erfolg auch da war. Dann geht es natürlich über viele andere Aspekte hin zu den weicheren Themen sozusagen, die uns aber auch sehr wichtig sind, eben nicht, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen, dass wir E-Ladesäulen anbieten, auch nicht erst seit heuer oder letztem Jahr, sondern schon viele Jahre. Und letztlich sind wir seit letztem Oktober komplett klimapositiv geworden. Sprich, wir haben zunächst einmal versucht, die Emissionen massiv zu reduzieren, auch über den Bezug unseres neuen Bürogebäudes im Jahr 2009 aber auch schon dran zu bleiben und jetzt noch zusätzlich Zertifikate gekauft, um deutlich über die Nulllinie zu kommen, sprich einen positiven CO2-Footprint zu erreichen. Wie wirkt sich denn Ihr Angebot auf die Anleger aus? Das wirkt sich deutlich aus, weil es ja nur Sinn macht, einen ganzheitlichen Ansatz zu fahren, also von der Produktkonzeption sozusagen bis hin zum Reporting. Wir sind vollständig extern durch eine Ratingagentur bei den neuen Produkten zertifiziert. Heißt, sowohl die KVG als Asset Manager wie auch die einzelnen Produkte unterliegen einem externen Nachhaltigkeitsrating, erfüllen bereits die Anforderungen als ESG Impact oder ESG Strategiefonds. Wir haben eigene Scoring-Verfahren, die wir nutzen, um Immobilien, auch Solar- und Windparks beispielsweise beim Ankauf schon zu prüfen und ziehen die dann die ganze Zeit im Reporting und im laufenden aktiven Management durch, um weiterhin die Nachhaltigkeitsaspekte während der Laufzeit zu verbessern. Dadurch erreichen wir auch eine hohe Wertstabilität letztlich für die Anleger, weil natürlich alle davon ausgehen, dass ESG nicht nur Umweltaspekte hat, sondern irgendwo auch künftig in die Zukunft blickend stabil und nachhaltig bleibt. Genau. Dann wünschen wir Ihnen auf diesem Weg sehr viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.